Das folgende Video enthält Erschreckelemente. Ihr wurdet gewarnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Kingdom Battle. Wir haben Kapitel 8 erreicht. Wir müssen den Vollmond zurückholen, Leute. Nicht vergessen. Oh, ein Friedhof. Dort ist es immer kalt und feucht und leider müssen wir genau dorthin. Allerdings bin ich verwirrt. Das einzige Interessante hier ist der Uhrenturm auf der anderen Seite des Friedhofs. Nächsten Kampf. Wie könnte er uns dabei helfen, den Mond in derselben Nacht zweimal aufgehen zu lassen? Mondscheinsonate. Das letzte Kapitel vor dem Boss. Und Leute, es könnte sein, dass es heute entweder eine extremst lange Folge wird oder eine extremst kurze. Denn wir werden auf jeden Fall zu 100% in der heutigen Folge Kapitel 8 fertig machen. Damit wir den Boss in der nächsten Folge besiegen können. Und der Boss ist episch. Und dann finden wir auch noch Tom Farn. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Den gibt's ja auch noch. Den Newton. Hat uns das eigentlich irgendwas gebracht, die Statue? Ach doch, die hat uns ja geöffnet. Ich bin völlig verbeilt schon. Es ist noch früh morgens. Wir haben 17.31 Uhr, ja. Um die Zeit schlafe ich normalerweise. Kein Kommentar. Ich werde die Kommentare deaktivieren. Es ist ein erreichtes Gebiet. Wir hätten Luigi nehmen sollen. Wobei Luigi ist... Buhus! Wobei, das ist mir auch schon passiert, dass ich von so einem blöden Buhu einfach ins Ziel teleportieren wurde. Und das letzte Mal ist Herr Luigi gestorben und hat uns dann doch noch irgendwie durchgebracht. Wenn ich hier durchgehe, komme ich hier hin. Hier hoch will ich nicht, ich will hier an der Seite vorbei. Hier müssen zwei Charaktere sein, damit ich hochhüpfen kann und dann kann ich ins Ziel. Warte, wo lang war das jetzt? Hier? 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 Okay. Das heißt, Marius, geht mal hier entlang und schießt da mal schön rein. Wir hätten Dings aktivieren sollen. Ich hab's gehört. Wahrscheinlich kommt Rabbit Yoshi gar nicht durch die Röhre durch. Allwissend. Während Rabbit Peach sich mal hier hinstellt, wir haben ja genügend Zeit. Es gibt ja kein wirkliches Limit. Klar, es gibt die Challenge, dass man es in so und so vielen Zügen schaffen soll, aber das ist ja... Wieso explodiert das denn? Ja. Egal, wir schießen, wir sind volle Kanne auf den drauf! Oh, nix, ist mal was Positives. Kann? Heldensicht natürlich an, falls sich der Hopser wegbewegen möchte. Nein, jetzt habe ich genau auf meine Brille gefasst. Oh, oh, und schön. Und dann auch noch gegen das Mikro gerade gekommen. Mit meinen, Dings versteckt. Oh, nee, ey. Seh nix. Bin ich wirklich ein Maulwurf? Ich hab 0,5 und 0,75 im Minusbereich. Glaube ich. Zumindest das mit dem, mit den Zahlen weiß ich's. Ich bin kurzsichtig. Ich sehe auf die Ferne schlecht. Deshalb braucht man das ja auch, wenn man am PC sitzt, weil der Bildschirm so weit weg ist. Vor allen Dingen in den Aufnahmen. Das ist schlimm. Ich kann mit meiner Hand nicht den Bildschirm berühren. Da ist noch circa so viel Platz dazwischen. Ja. Schlimm, ich weiß. Kann Yoshi nicht da lang gehen? Nee, kann er nicht. Yoshi kann sich aber da offen hinstellen und doch die Walküre abschießen vielleicht. Und sie vielleicht sogar finishen. Yoshi. Der Moment ist gekommen. Zeig uns, was du kannst! Yoshi, du bist der Beste. Yoshi schwankt halt total. Ihr seht jetzt Angriff 75 oder 185 und mit Glück auch 241. Also irgendwie... Ja, ein bisschen komisch. Seltsam. Ich bin wieder nicht so nah am Rand. Ich wär nicht so da sitzen, wenn man das mal meinen Kopf erkennen kann. Das ist der Sinn einer Facecam. Er schießt. Lauf. Weg. Lauf. Du bist so kaputt. Mann, du schießt.
Schieß doch mal, schieß doch mal, schieß ihn kaputt, schieß ihn kaputt. Gib ihm Stoßeffekt. Ah! Noch 62, Mario, den musst du beim nächsten Mal, musst du noch hinterher rennen. Und so, pam, 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 pam. Nimm meinen Controller. Der wird jetzt noch mehr weg. Schau mal. Wenn ich jetzt so einen blauen Mantel hätte, kann ich so, wie bei Harry Potter im Film. Da hat er ja auch so ein Ding, das wird ja auch mit einem Bluescreen-Effekt gemacht. Oder Greenscreen, also auf der Innenseite vom Mantel ist ja green, also grün. Und auf der Außenseite hat er ja diese schöne dieses Bestickmuster. Genau. Nein, ich habe die Bücher noch nicht gelesen. Habe ich aber schon häufig vorgehabt, die mal zu lesen. Wohin rennt der denn? Oder die? Ist eine Walküre. Ach, die kommt zu... Ups. Ich dachte, die rennt vor uns weg. Aber wir haben unsere ja schon kaputt gehauen. Gookiebu. Mario, kommst du in die Röhre? Mario, habe ich schon erwähnt, wie sehr ich dich hasse. Dashen. Stopp. Yoshi. Springt dahin. Und trifft die Valkyrie zu 100... Valkyrie zu 100%, wenn er seine Granate wirft. Würde damit aber auch theoretisch Peach verletzen. Ja, weil... Deswegen lassen wir Peach auch nochmal dashen. Und gucken, was hier hinten so... abgeht. Ne, wir müssen ja hier hin. Also doch, man kommt schon extremst weit. Aber da ist Buhu und... Nee. Ganz fest. Wir müssen dahin. Ich glaube, der Buhu müsste uns verschonen. Weil wir nicht auf seinem Feld sind. Bitte gib mir recht, Spiel, oder ich hasse dich. Okay, Peach ist weg. Gut, dann müssen Mario und Yoshi das machen. Dashen. Kann Mario vielleicht so wie in den anderen Spielen einfach hier hinspringen? Geht das nicht? Mann. Dann wird Mario sich hier hinstellen und mit dem Hammermaler schön auf die Valkyrie draufhauen. Er wird sie sowieso nicht ausmachen, also können wir auch mit uns schießen. Zack! Oh! Aber sie überlebt ja trotzdem. Yoshi kann doch mal seine Granate werfen. Und wenn die jetzt nicht rausfliegt, die hier sogar mit kritisch Tinte, Stein, sehr schön, was auch immer. Pam, weg damit! Woo! Es sieht gut aus. Okay, und Rabbit Peach. Tschüss. Wann hätte ich gekannt zu haben, wo was dahin tippet? Als komplett andere Ende. Ist der da? Ist der jetzt bei uns an der Röhre? Der hat noch 62 Leben, ist das der von vorher, der ist gut. Mann, warum sind die so getrennt? Hier durch, wo kommen wir raus? Da kommen wir raus. Da wird uns einer der Buhus nehmen. Wir laufen aber trotzdem mal zu unseren Leuten hier, um die Heilung auszuspielen. Und zwar werden wir uns jetzt einen Buhu mitnehmen. Komm, Buhu. Ich gebe gratis Pizza. Was? Echt? Ja, ich komm mit. Darf ich dich dann auch wegteleportieren? Ja, da hast du. Aber erstmal muss ich kurz meine Heilung machen. Und dann, okay? Und ich würde gerne noch so eine Bombe fahren lassen. Und zwar zu dem Cookie-Boo nach hinten da. Ja, genau zu dem, ja. Gut. Also auf, mach nur. Ich teleportiere dich einfach weg, wenn ihr fertig seid. Du und dein Team und dieser komische Gaystorm da. Du weißt schon, der da rechts unten da so die Hälfte des Bildes verdeckt. Ja, Entschuldigung. Ja, das passt schon. Die Leute wollen ja auch nichts vom Spiel sehen, die wollen ja lieber dich sehen. Die Buhus nerven. Oh, ich kann sogar den noch. Mario kann bloß einmal. Ja, Mario ist doch. Ist doch klar, dass du den Gookiebu dashst, weil der 10-mal stärker ist, oder?
Und wehe, hier ist jetzt irgend so ein... Ich hasse dieses Spiel, denn es ist so super blöd. Wir hassen dieses Spiel. Der Hopser, er wird überleben. Ja, hurra. Nein! Ja, hurra, hurra, hurra. Der K-Storm, der hat sich verklickt. Der Buhu killt ihn trotzdem nicht. Ja, hurra, hurra, hurra. Ich hab keine Ahnung. Ich bin verrückt. Abonniert jetzt meinen Kanal, um keine weiteren Musikvorstellungen zu verpassen. Das meine ich sogar ernst. Peach kann nichts mehr machen, ja, und der kann nicht schießen, weil kein Gegner da ist. Dann geben wir mal den Zug ab und der Buu teleportiert Rabbit Peach. Okay, wieder als andere in der Map. Woo. Wir lieben es, das Map teleportieren. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh Gott. Oh, die Betrügerkerze ist. Da löst sich das Betrügerische. Seht euch das mal an. Hier, bei der Kerze. Ich habe eine Kerze gekauft, ja. Und da ist einfach hier ein Luftloch drin. Das ist kompletter Betrug. Ich kaufe doch keine Luft. Ja gut, in Lorax haben sie das auch gemacht. Aber trotzdem. Das ist doch Luft kaufen. Habe ich hier überall. Sogar gute. Dank der Kerze mit Zimtapfelgeruch. Ist doch jetzt gut, jetzt lass doch mal hier die Ruhe. Ach, ja, ihr müsst noch auf Mario schießen. Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. No, ihr müsst ihn noch töten. Er kommt nicht in die Röhre. Der auch nicht? Ich. Also man nennt es Dashen. Der Buhu wird ihn hier kriegen, weil er irgendwie aus irgendeinem Grund zu blöd ist, daran vorbeizulaufen. Deshalb schicken wir ihn doch nicht da hoch. Das heißt, wir dashen den da. Stellen uns dahin und müssen wohl oder übel feststellen, dass wir Peach brauchen. Wo ist die? Da. Röhre 1, Röhre 2, Röhre 3, Stopp, dashen, kann ich nicht dashen, hier durch, von Mario abbouncen. Hier landen und auf den Hopser schießen. Und das ohne ein Buhu zu sammeln, bitte. Ja, ist gut. Wir lassen dich heute mal in Ruhe. Ernsthaft? Ja, das bin ja nicht ich. Das ist jetzt einer meiner Freunde. Ach so, der darf das natürlich. Ja. Du hast ja bloß von mir geredet, oder? Ich meinte alle Buhus, aber okay. Ist okay. Dafür ist Rabbit Peach ja bekannt. Ich weiß. Die ist Buhu-Fighterin. Kann doch nicht sein, dass ich nicht durch das blöde Röhre komme. Nee, das ist ein Kopf. Also auf jeden Fall zehnfache Heldensicht rein. Kraftpaket. Bevor wir da jetzt groß anfangen zu schießen. Kraftpaket. So, jetzt geht's ab. Genau, das wäre jetzt ein Problem gewesen, hätten wir die Heldensicht an und er wäre weggeflogen. Dann hätte Mario nämlich noch mal einen reingedrückt. Yoshi! Ha! Boom! K.O. Nee. Wer kann denn noch schießen? Keiner. Eierschale.
Beziehungsweise sollten wir irgendwie Mario mal supporten, weil der ist komplett schutzlos. Och komm, warum immer nach da hinten? Das nervt. Wir sollten auch langsam mal was hinkriegen. Ja, irgendeiner von uns wird sterben. Nein, hört doch auf, Mario abzuschießen, bitte. Nein, nicht. Tötet Peach, tötet Rabbit Peach. Ja, wir opfern Rabbit Peach. Aber bitte lasst mal. Nein! Lass doch mal.
Ich konnte das doch nicht mal anders machen! Mit diesem blöden Boost mich die ganze Zeit wegteleportieren! Ich hasse dieses Spiel, Leute. Ah, jetzt seht ihr doch noch das Bronze-Gedöns. Das sieht so aus, der Rabbit, der seiner Hose hinterherläuft. Und zwar, ist das Rabbit Mario oder ist das Rabbit Mario? Ich flipp aus. Emotionslos .mp4. So heißt die Datei. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle, wie ich schreien könnte? So, und zwar so fühle ich mich. Ich lass es noch kurz wirken. Jetzt wisst ihr gerade, wie ich mich fühle. Es tut mir leid, auch die ziemlich älteren Zuschauer, die jetzt schon etwas älter sind. Es tut mir leid, falls ihr euch erschreckt haben könntet. Aber genauso könnte ich gerade auch schreien. Interessant, diese Vorrichtung scheint mit dem Uhrturm verbunden zu sein. Ist das ein Rätsel? Nicht nochmal Laser! Soll ich das nochmal machen mit dem Schlüssel? Nein, ich lass das. Lieber nicht. Jetzt muss ich aber auch dran denken, das einzufügen. Nein, vergiss nicht das. Der braune Teddybär lässt grüßen. Könnte man mit dem Zurückdrehen der Uhr den Mond vielleicht wieder an den Himmel zurückzwingen? Hört sich genau nach der unsinnigen Rabbit-Logik an, die in das Pilzkönigreich angedrungen ist. Und ist daher vermutlich einen Versuch wert. Okay. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Dann werden wir mal an der Uhr drehen, liebe Leute, und den Mond zurückholen. Okay, von mir aus. So, ich würde gern... Liebe jüngeren Zuschauer, bitte schaltet nie wieder ein. Das ist verstörend. Was steht da drauf? RSK 6? Ich glaube, die haben sich verschrieben, da fehlt die 1. Die haben die 1 vergessen. Ja. Wir vergessen das einfach wieder, was gerade passiert ist. Und vergessen das Kopfkino und hören uns die Musik an. Verloren im Sumpf. Oh nein, ist es das hier? Ja, das ist dieses schön schwere. Rot? Boah, hat Rot viel bewirkt, ey. Blau öffnet. Was ist da hinten? Was gibt's hier? Auch so ein Fliegegedöns. Jetzt Rot würde ja das da umlenken. Ach nee, das schießt nach da vorne. Nee, nee, es soll aber, wenn ich jetzt Grün ausmache, schießt das nach vorne und schießt da rein und wir können an die Statue. Genau, und dann müssen wir nur noch Rot anmachen. Oder? Es gibt noch Gelb. Nee, dann machen wir Rot aus, dann gibt's das da. Nee, 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 nee. Nee, nee, Gelb, Gelb, Gelb. Doch, Gelb. Genau. Grün. Stopp. Rot. Genau. Liebe Kinder, das funktioniert nicht im echten Leben, gell? Da ist der Boss. Jetzt wird uns Tom Farn erstmal helfen hier. Dings. Tom Farn wird uns jetzt erstmal helfen, den Dings zu besiegen, den Boss. Aha, unser kryptischer Kollege meldet sich, um uns zu gratulieren. Das Motor steht offen und Herr Tom Farn wartet. Schon bald seid ihr von der Bildfläche verschwunden. Mit von der Bildfläche verschwunden meinte ich, ihr seid toll und Muha sollte heißen Glückwunsch. Und mit dem zweiten Muha wollte ich sagen, ihr seid wirklich cool und ich mag euch sehr und will, dass euch... Und will nicht, dass euch etwas passiert. Okay. Nun, wie es aussieht, ist unser Abenteuer fast beendet.
lassen wir unseren Retter nicht länger als nötig warten. Ab zu Tamfan, Leute! Jetzt kommt der gruseligste und brutalst schwerste Bosskampf im gesamten Spiel. Nein, das ist ein Scherz, dieser Bosskampf ist so genial. Ich finde ihn episch. Aber liebe Leute, wie ihr wisst, das leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte ein paar von euch erschrecken. Ist schließlich eine Gruselwelt, irgendwann muss man euch erschrecken. Hat gerade gepasst, weil ich so, weil hier ist ein Salzstreuer umgefallen. Ihr wisst schon, salzig bisschen hier heute die Folge. Oh Gott, was muss ich machen? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Wofür ist dieser grüne Schalter am Boden? Der weiße Schalter am Boden, Entschuldigung. Ich habe gedrückt! Okay, ich habe Fehler gemacht. Ich sehe es. Da ist ein Block, den müssen wir auf den weißen Schalter dann schieben. Okay. Kriegen wir hier diese Folge noch. Die Folge ist lang, ich weiß. Die Folge ist lustig. Für mich zumindest. Nicht! Gedöns nehmen. Hier rum. Gedöns nehmen, Münze einsammeln. Gedöns nehmen. Hier rum. Gedöns nehmen, Münze einsammeln. Drücken! Aber das ist machbar. Das ist machbar. Ganz kurz. Ich freue mich gleich auf den Bosskampf, wenn ich den gleich machen kann. Ihr müsst ja wieder warten, Ewigkeiten. So, Gedöns nehmen. Gedöns abstellen. Gedöns nehmen. Münze. Gedöns abstellen. Ich habe gedrückt. Ich drücke jetzt immer. Ich drücke jetzt nur noch A. Ich spamme A jetzt. Nein! Nimm das von der anderen Seite. Die Münze war schon weg. Ich hab's gerochen. Ich hab's gehört. Die Musik war schon weg. Die Münze, die war aus. Die war weg. Aber wir haben es dennoch geschafft. Blödel dumm. Die größte Show der Welt. Deinen Gegnern eins auf die Rübe zu hauen. Werden wir uns auf jeden Fall darum kümmern, uns vor dem Bosskampf nochmal ein bisschen auf den Kampf vorzubereiten. Werde ich wahrscheinlich noch kurz vor dem Bosskampf machen. Der Bosskampf wird episch. Und ja, Leute. Das heißt dann wohl, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr diesen unausweichlich besten Bosskampf der Welt auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, um dieses Event auch nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und wo muss ich lang? Geradeaus einfach, oder nicht? Ja, hier. Bis dann und ciao. Meine Freunde. Hallo? Oh, der Case-Dom der Zukunft ist schon wieder so langsam. Hallo, du sollst das Outro starten! Oh Gott, ey. Notiz an mich selber, früher das Outro starten. Hallo, mach doch jetzt! Los! Jetzt pack das Outro dran! Da muss ich es wohl selber machen. Ciao.